Cooles Burschen und Mädels. Dann schauen wir uns den Haptic-Maptic an. Der hat ein zweites Statement. Auf welchem überhaupt? Auf dem Kanal. Das letzte Statement. Wir haben da ja ins letzte, in das haben wir reingeschaut, in das Statement von Gamer Brother. Okay, ich muss mich. Ich war dann der Meinung, dass Gamer Brother den ganzen Beef unter Anführungszeichen gewonnen hat. Und jetzt gibt es noch ein Statement von Haptic, in dem er wieder seitlich... Entschuldigen. Und zwar für mein letztes Video. Also das, was ich vorproduziert habe, ohne mir das Statement von Broski anzuhören. Es kam... Okay, genau. Er hat ein Video gepostet. Hallo, Gamer Brother kauft Klicks. Gamer Brother hat ein Statement gemacht. Ja, stimmt, ich kaufe... Nein, stimmt nicht. Es wurden gekaufte Klicks auf meinem Kanal gefunden und die wurden von wem anderen gekauft. Und dann hat er kurz darauf ein Statement gepostet, was schon vorproduziert war, weswegen er gar nicht erst auf die Punkte eingehen konnte. So. Sehr arrogant rüber und war es auch. Ich kann es mir auch sehr, sehr schwer jetzt noch selbst angucken. Es war einfach eine Respektlosigkeit. Ich hätte den Mindestrespekt aufbringen sollen, mir erstmal sein 30-Minuten-Statement aufmerksam anzuschauen und dann, wenn nötig, darauf nochmal zu reagieren. Ihn nicht erst anzuhören, sondern schon vorzuproduzieren, war ganz großer Quatsch. Und das ist halt das Ding, diese Beefs bringen Menschen die schlechtesten Seiten hervor, sowohl in ihm als auch in mir. Ich kenne mich nicht so, ich finde das Video sehr eklig. Danach ist auch die Klappe zu. Schau mal, was sind denn Beefs? So, seine Community die wird zu ihm halten, meine zu mir, dann gibt's... Ja, aber das ist halt weniger Beef, sondern das ist halt, du hast das behauptet. Er hat dann gesagt, yo, das stimmt nicht, sondern das ist die Wahrheit. Und jetzt bist du halt eigentlich in der Verantwortung zu sagen, entweder ja, stimmt, das habe ich nicht weit genug bedacht, oder nein, ich kann beweisen, dass es doch so ist. Es ist noch ein großen Teil, der sich gar nicht äußert und einfach nur unterhalten fühlt von dem Beef. Deshalb will ich das auch nicht groß aufrollen. Ich hoffe, das Ding ist damit auch durch. Hier kommt das eigentliche Statement, meine eigentliche Antwort zu Broski, die er eigentlich verdient hat. Das Zwischenvideo war großer Quatsch. Ich entschuldige mich nochmal. Ich würde es auch am liebsten einfach löschen, aber nicht, bevor ich es euch in diesem Video gesagt habe. Und deshalb, Broski, möchte ich dir erstmal sagen, ich fand das schade, dass es auf eine persönliche Ebene gegangen ist. Du hast mich persönlich beschimpft. Du hast gesagt, ich bin der ekligste Mensch, den du jemals getroffen hast. Du hast dich über meinen Schnittstil lustig gemacht. Du hast dich über die Kameraposition sogar lustig gemacht. Deine gesamte Gestik, Mimik und Ausdrucksweise ist sehr, sehr herabwertend. Sätze wie, bevor ich dich komplett auseinandernehme, ich fand's Ja, aber ich meine, also, ich habe es nicht beim Kopf. Ich bin mir sicher, ein paar Sachen waren da vielleicht nicht ganz angebracht und so. Aber halt die Kameraperspektive ist halt schon irgendwie fun. Unangenehm anzuschauen. Und ich denke mir auch, komm schon, das ist nicht unser Niveau. So, wir hätten das Niveau nicht so fallen lassen müssen. Und jetzt zur Hauptaussage meines Videos, die ich über dich getroffen habe. Die Hauptaussage war ganz spezifisch. Nämlich, dass bei ganz bestimmten Videos zu einer ganz bestimmten Zeit auf einem ganz bestimmten Kanal gekaufte Klicks vorliegen. Das war das Einzige, was dich in dem Video betroffen hat. Und das, muss man jetzt ganz klar sagen und feststellen, hast du ja in deinem Video gezeigt, ist wahr. Meine Hauptaussage und einzige Aussage über dich ist wahr. Auf den Videos... Nein, das lasse ich nicht durchgehen. Er hat gesagt, Gamer Brother kauft Klicks auf seinen Videos und hat das dann damit begründet, dass, aha, diese Videos haben vielleicht schlecht performt und dann sind sie raufgegangen. Und deswegen wollte man das irgendwie so kompensieren, ne? Damit sie besser aussehen. Und das hat auch Sinn ergeben bis zu einem gewissen Punkt. Ne? Aber die Aussage war nicht, auf dem Kanal sind gekaufte Klicks und Gamer Brother hat nichts damit zu tun, sondern Gamer Brother hat diese Klicks gekauft absichtlich, um schlechte Videos zu kompensieren. Genau die Videos, die ich gezeigt habe, liegen gekaufte Klicks vor. Oder? Das, was mich hier am meisten gestört hat und was der größte Punkt in meinem Video war, war gar nicht, dass dort gekaufte Klicks vorliegen. Das war nicht der größte Punkt. Der größte Punkt war, dass der Manager sich sehr komisch verhalten hat und komische Aussagen getroffen hat, wie zum Beispiel, dass gebottete Klicks dem Kanal schaden und man es deshalb nicht öffentlich kommuniziert hat, dass man gebottet wurde. Und ich sage halt, Botting beeinflusst nicht den Algorithmus. Daraufhin hast du in deinem Video als Beweis ein Q&A eines Blogposts auf YouTube angebracht, wo der Unterschied zwischen relativer und absoluter Watchtime gezeigt wird. Das Problem ist, dein Beweis, dass quasi dein Manager recht hatte, ist wirklich kein Beweis. Und ich meine das jetzt nicht vorwurfsvoll. Bitte hör du mir und hört ihr mir alle zu. Im selben Blogpost hätte man hochscrollen sollen zu der Hauptaussage dieses großen Punktes und hätte dann gesehen, dass es um Videos geht, wo Menschen raufklicken, wenn sie es auf YouTube empfohlen bekommen. Warte mal, es schadet jetzt meiner Kanalleistung, wenn eins meiner Videos schlecht abschneidet. Es kommt darauf an, wie Zuschauer auf das jeweilige Video reagieren, wenn es ihnen empfohlen wird. Unsere Systeme bestimmen anhand von Signalen auf Video- und Zielgruppenebene, welche Empfehlungen am passenden für deine Zuschauer sind. Deshalb können die Gesamtaufrufe deines Kanals zurückgehen, wenn Zuschauer die meisten deiner Videos nicht mehr ansehen, nachdem sie ihnen empfohlen wurden. Okay, also es schadet auch deinem ganzen Kanal. Es schadet nicht nur dem einzelnen Video, wie gerade eben da unten gesagt wurde,
sondern es schadet auch deinem Kanal bzw. deiner Kanalleistung, wenn ein Video scheiße performt. Weil ich habe 10 Videos, wenn 9 von 10 Videos gut laufen, dann poste ich das 10. und dann scheiße es komplett rein, weil alle Leute nach 20 Sekunden wegklicken. Dann schadet es nicht nur dem einen Video, wieder unten gesagt, sondern auch dem gesamten Kanal. De facto ist Klicksbotten auf Videos scheiße, oder nicht? Dass es um Videos geht, wo Menschen raufklicken, wenn sie es auf YouTube empfohlen bekommen. Das heißt, dass Watchtime, einer von vielen Faktoren, entscheidet, ob ein Video interessant ist oder nicht, stimmt. Aber YouTube empfiehlt zum Beispiel dein Video, jemand klickt auf der YouTube-Seite auf das empfohlene Video und dann wird sein Verhalten gemessen und dann wird daraufhin basierend festgemacht, ob ein Video interessant ist oder nicht. Ich glaube aber nicht, dass das so funktioniert. Ich glaub's for real nicht, weil es wird ganz einfach keinen Sinn machen. Warum sollte es einen Unterschied machen? Warum sollte YouTube die Leute nicht bemessen, die auf anderem Weg außer über den Empfehlung, also quasi das hier. Wenn ich auf Film Nerd, wenn ich auf dieses Video klicke, zack, dann wird es gemessen. Aber wenn ich auf Film Nerd, wenn ich auf seinen Kanal gehe und jetzt auf das Video klicken würde, dann wäre das YouTube absolut Wayne. Das kann ich mir nicht vorstellen. Klicks gehen nicht über empfohlene Videos. Bots gehen über eine externe Website, wo der Videolink eingebettet ist, klicken dann auf das Video. Das ist für die Algorithmusentscheidung komplett irrelevant. Und das habe ich im letzten Video gesagt. Stellt euch mal vor, das würde wirklich den Algorithmus beeinflussen und das wird wirklich so gemessen wie ein echter Klick über eine Empfehlung. Jeder würde jeden Kanal botten und jeder würde sich gegenseitig zerreißen und wir hätten einen Krieg von Viewbots, weil das jeden Kanal auseinandernehmen würde. Der Gedanke ist gut. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Da könnte er sogar recht haben. Ich weiß es nicht. Das Problem ist, das macht halt nicht jeder bei jedem. Oder das, ich glaube nicht, dass es so passieren würde, weil das kostet ja auch Geld. Er hat ja gesagt, 300 oder 100.000 Klicks kosten 300 Euro. Wenn du dem Kanal wirklich komplett schaden möchtest und jedes einzelne Video botten möchtest, und du bottest dann, keine Ahnung, jedes einzelne Video von mir, dann bottest du halt alle 5 Tage für 300 Euro. Dann schadest du mir, dann möchtest du noch Alpha Kevin schaden und KuchenTV und sowas, da gibst du halt im Monat deine, weiß ich nicht, 50.000 Euro aus. Macht doch gar keinen Sinn. Also macht es auch Sinn, wie es YouTube geregelt hat. Wenn jemand über eine externe Quelle kommt, dann sollte es den Algorithmus negativ beeinflussen. Das verstehe ich. Das sagt YouTube auch ganz klar. Das Einzige, was darüber entscheidet, ist das Verhalten der Menschen, die über empfohlene Videos auf ein Video kommen. Also das, was du da gezeigt hast, ist komplett kontextlos und unterstützt eher meine Aussage. Und das will ich nicht vorwurfsvoll sagen, sondern wirklich, weil es einfach Sinn macht. Wir hätten eine Vollkatastrophe auf YouTube, wenn es anders wäre. Jetzt zu Falschaussagen, die du in deinem Statement gesagt hast und wo ich mir wirklich gewünscht hätte, dass du mein Video aufmerksam schaust. Ich weiß nicht, ob du es bewusst oder unbewusst gemacht hast. Ich glaube einfach, 17 Minuten ist auch sehr lang, dass du einiges einfach überhört hast. Du sagst zum Beispiel an einer Stelle, dass ich dir vorgeworfen hätte, dass gekaufte Klicks auf Videos vorliegen, die Placements haben. Das habe ich an keiner Stelle gesagt. Geht nochmal aufs erste Video, sucht euch die Stelle raus. Sie existiert nicht. Ich habe ganz spezifisch gesagt, dass bei den Teasys auf dem Kanal Teasy 2 zur EM-Zeit auf bestimmte Videos ebenfalls gekaufte Klicks vorliegen, wo auch Placements drin waren. Zu dir habe ich überhaupt nichts in die Richtung gesagt, gar nichts. Aber du behauptest es einfach in deinem Video. Ich habe es nicht gesagt. Dann wirst du mir vor, ich hätte gesagt, dass deine ganze Karriere irgendwie darauf basiert, dass irgendwie so viel gebottet wurde. Aber das habe ich auch an keiner Stelle gesagt. Ganz im Gegenteil. Ich habe mich auf einen Kanal fokussiert, in einer ganz bestimmten Zeit und ganz bestimmten Videos. Und das hat sich als wahr herausgestellt. Ich habe weder dich als Person, noch deinen Hauptkanal, noch einen deiner anderen Kanäle, noch deine Shows, noch deine Streams, noch deine Produktion. Ich habe nichts davon angegriffen. Ich weiß nicht, warum du das vorwurfst. Ich fand das. Noch seine Streams? Hat er nicht im ersten. Im ersten Post auf Twitter hat er geschrieben: Yo, Gamer Brother bottet auf Twitch. Oder ist es jetzt falsch? Sehr schade. Kontext: Es gab einen Tweet über Viewbotting auf Twitch, unter dem Gamer Brother kommentiert hat, dass er gerne einen Kontakt hätte zu jemandem, der das bei ihm machen könnte. Woraufhin Haptic meinte, dass er sich wohl damit auskennt. Haptic meint jetzt, dass das nicht auf Twitch bezogen war. Dürfte ein Missverständnis gewesen sein. Vor allem mit dieser herablassenden Art in Kombination sehr schwer anzuschauen. Dann stört mich, dass du das mit dem Management immer so oft angesprochen hast, als würde ich so prahlen, dass ich ein Management gegründet habe. Da war so eine Aussage wie, er wird auch nicht müde, das zu betonen. Props gehen auf jeden Fall raus, du heftiger CEO.
Sehr herablassend wieder. Und das ist das Problem. Ich habe das wirklich bis heute nie erwähnt. Findet mir ein Video auf den fast 700 Videos auf diesem Kanal, wo ich das sage. Findet mir ein Video. Ich habe das nie gesagt. Warum auch? Ich habe es nie in der Twitter-Bio gehabt. Ich habe es auch nie in der Insta-Bio gehabt. Übrigens im Gegensatz zu Broski, der in seiner Insta-Bio hat, dass er Gründer ist. Ich habe das nie erwähnt. Ihr werdet es nicht finden. In seinem Video wirkt es aber so, als wäre das so meine Identität und ich würde links und rechts die ganze Zeit sagen. Ich habe das nie erwähnt, sondern das erste Mal genau in diesem Video, weil ich damit nur zeigen wollte, es hat ja einen Grund, nur zeigen wollte, dass ich nicht nur als Creator, sondern auch als Agenturgründer ein Interesse daran habe, dass das Thema Viewbotting bekämpft wird. Das war der einzige Grund. Dann fand ich sehr schade, dass er das so framed im Sinne von, ja, so hat er auch im Nachhinein, als er mit Tone gesprochen hat, gesagt, ja, richtige Männer klären das außerhalb des Internets und er wollte ja privat nie mit mir reden. Als Beweis dafür nimmt er, dass er in einem WhatsApp-Chat geschrieben hat, er möchte mich kontaktieren. Aber das Ding ist, Leute, genau das habe ich in meinem Video erzählt. Ich habe in meinem Video erzählt, dass er mich kontaktieren wollte. Ja, safe. Und dann hat er geschrieben, und das hat er, glaube ich, auch gezeigt, ihr kann, also Haptic hatte über einen Mittelmann Kontakt zu Broski. Broski hat seinem Mittelmann gesagt, yo, ich möchte mit Haptic reden. Und Haptic hat zum Mittelmann gesagt, yo, ich kann mit ihm reden, aber nur unter der Voraussetzung, dass er alle meine Fragen heute noch beantwortet oder irgendwie sowas. Oder dass er alle Fragen heute komplett ehrlich und sofort beantworten muss und dies und das und jenes und dann können wir es machen. Und Broski meinte, glaube ich, an dem Tag war gerade unterwegs oder hat gestreamt oder irgendwas hat er zu tun oder hat er einfach keinen Bock mehr. Ne? Und dann hat er gesagt, nee, machen wir dann doch nicht so. Ne? Habe ich erzählt. Er hat es nicht gehört oder bewusst überhört. Ich weiß es nicht. Ich rede an der Stelle 3 Minuten 46 bis ungefähr 4 Minuten 10 darüber, dass er mich kontaktiert hat. Ich das in dem Augenblick nicht wollte, weil ich nur quasi diese zwei Grafen wollte. Was er aber weglässt, und das habe ich im Video erzählt. Ja, aber dann hol sie doch von ihm. Ist, dass ich kurz darauf doch gesagt habe und auf ihn zugekommen bin und gesagt habe, ich würde gern wissen, was er zu sagen hat. Und möchte, dass er mich kontaktiert und er hat es nicht gemacht. Und als Kirsche auf der Torte nimmt er einfach ein fast 3 Jahre altes Video. Okay, also er hat ihm Vorwürfe öffentlich gemacht. Und dann hat Broski ihn angeschrieben, hat gesagt, yo, was geht, ich bin persönlich hier, bitte lass uns das klären. Und dann hat er gesagt, nee, ich habe keinen Bock drauf, ich möchte lieber mit deinem Manager schreiben. Dann hat er gesagt, na gut, dann mach, was du willst. Dann hat er noch bei seinem Manager angefragt, dann hat Haptic gesagt, nee, unter der und der Voraussetzung. Dann hat Broski gesagt, okay, dann habe ich keinen Bock mehr. Und dann hat Haptic gesagt, okay, ich möchte jetzt doch den Kontakt zu dir. Und Broski hat mittlerweile gesagt, fuck you. Kontextlos, was mit was ganz anderem zu tun hat, fügt es ein und unterstützt ja seine Falschbehauptung noch mit irgendeinem kontextlosen Ding aus der Vergangenheit. Das war wirklich Bildniveau. Ich war geschockt, er hat sich irgendeine Argumentation zusammengeschustert, obwohl ja ganz klar ist, dass ich ihn kontaktieren wollte und dass ich auch erzählt habe, dass ich es erst nicht wollte. Ich habe es erzählt. Er tut so, als hätte ich es nicht erzählt. Dann erzählt er, dass er mir ein Video geschickt hat und tut so, als hätte ich das wieder nicht erzählt, aber das habe ich bei 3 Minuten 8 in meinem ersten Video, da habe ich erzählt, er hat mir ein 3 Minuten Video geschickt, das habe ich mehrmals in meinem Video erwähnt. Ich sage aber auch, dass dieses Video nicht dieses eine spezielle Video vom Tweet zeigt und es deshalb für mich nicht wirklich sinnvoll war. Ich weiß nicht, warum er das wieder erwähnt, als hätte ich nicht drüber gesprochen. Ich habe in meinem Video ziemlich sogar am Anfang drüber gesprochen. Dann nimmt er nur einen einzigen Bezug aufs Management, obwohl das eigentlich der größte Teil meines Videos war. Er sagt, dass das Management mich kontaktiert hat und nimmt dann als Ausschnitt einen Text, einen ganz, ganz kleinen Text von einer einzigen Nachricht. Aber ich habe in meinem Video doch gezeigt, dass wir tagelang geschrieben haben. Ich verstehe den Punkt in seinem Video überhaupt nicht. Ich habe mit seinem Management den heftigsten Austausch gehabt von allen beteiligten Personen. Dann zeigt er als Beweis, dass sie ja mit uns reden wollten, eine Audio. Und das Lustige ist, genau diese Audio habe ich in meinem Video exakt Wort für Wort zitiert und vorgelesen. Also er zeigt sie wieder wie was Neues und als ein Beweis. Aber ich habe das doch in meinem Video gezeigt. Genau dieselbe Audio, konnte ich natürlich nicht zeigen, weil ich seine Stimme nicht zeigen konnte, habe ich 1:1 Wort für Wort Zitat genau vorgelesen. Ich verstehe nicht, von welcher Seite das jetzt ausgeht. Egal von wem das jetzt ausgeht, wie kann es möglich sein, dass sich zwei Menschen nicht darauf einigen können, ob sie miteinander reden möchten oder nicht? Und nachdem das alles vorbei ist, sind sie sich immer noch nicht einig, was genau passiert ist und was nicht. Kaiser macht deine Cam größer, dann sieht man ihn nicht mehr und hat eine Art Podcast, ist angenehmer als das. Na, okay, das ist jetzt ein bisschen too much. Ich verstehe nicht, wo da ein Argument sein soll. Und das ist. Ich finde, er hat ein paar Punkte, er hat auf jeden Fall ein paar Punkte und er hat doch Punkte damit, dass er vorher schon Sachen in seinem Video erwähnt hat, die Broski dann vielleicht als neu oder als komplett verändert reingeworfen hat und sowas. Das auf jeden Fall. Mir fehlt halt nur,
der direkte Bezug darauf, was er gesagt hat, weil er hat doch gesagt, und bitte korrigiert mich gerne, falls ich da falsch liege, aber er hat doch explizit vorgeworfen, dass Gamer Brother derjenige ist oder sein Management oder wer auch immer, der Klicks auf diese Videos kauft. Oder ist es Bullshit? Weil Gamer Brother hat gesagt, ja, pass auf, es sind gekaufte Klicks auf meinem Video, aber ich habe das nicht gemacht. Das heißt, er wehrt sich gegen einen Vorwurf, der hier nicht mehr angesprochen wird. So. Das heißt, in dem Video ist alles überhaupt, was er überhaupt gesagt hat, als korrekt quasi geframed. Aber das stimmt halt. Das Letzte, was ich hier sagen möchte, ich wirklich, Broski, nimm dir das zu Herzen, wie dein Management bzw. dieser eine Manager agiert hat, ist wirklich nicht gut gewesen. Und ich kann es nur wiederholen, es war ein konstantes Ausweichen. So. Er hätte doch am Ende des Tages einfach sagen können, wenn es wirklich so ist, Jam, hier, die zwei, er wusste ja nicht, dass ich die Kurven habe. Das ist das Ding. Er wusste es nicht und wollte sie mir deshalb wahrscheinlich auch nicht zeigen. Er hätte einfach diese zwei Kurven aus dem Tweet zeigen können. Muss er nicht. Ist auch, ich verstehe auch, wenn Leute sagen, ja, warum sollte er? Du fragst danach, aber niemand muss irgendwas beweisen. Da habt ihr recht, aber dann hätte der Manager gar nicht mit mir schreiben sollen. Aber er hat sich ja bewusst dazu entschieden, mit mir zu schreiben und zu kommunizieren. Und dann eben nicht einfach die zwei Kurven zu schicken und zu sagen, hör zu, hier sind die zwei Kurven, du hast recht, da liegen gekaufte Klicks vor. Aber naja, aber wenn es schon öffentlich ist und es dann diese Vorwürfe von ihm gibt, dann kannst du ja mit ihm schreiben und ihm sagen, yo, das ist nicht so, hier ist der Grund, warum wir das nicht öffentlich kommunizieren wollen und wir möchten das halt außerhalb klären. Und er muss halt eben diese zwei Kurven nicht schicken. Aber wir sind es nicht. Wir sind mit YouTube im Austausch aus dem und dem und dem Grund. Alles wäre anders gelaufen. Aber dass er über Tage eben das verweigert hat, hat es so komisch für mich gemacht. Und das ist die Essenz des ganzen Videos. Und im Zuge des Videos sind so viele Leute aus der Industrie und auch große Streamer und Creator auf mich zugekommen, haben mich angerufen, haben mir geschrieben, was so Viewbotting-mäßig in Deutschland, auch in der Welt abgeht und wie groß das Thema ist. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Was ich aber mache ist, ich konzentriere mich weiter auf meine Videos. Ich scheiß drauf. Ich habe es versucht. Ich habe versucht, meinen Beitrag zu leisten. Es hat mir mehr Kopfschmerzen gemacht, als es irgendwie was für die Community gebracht hat. Ich meine, da kommen so Sachen wie, dass Menschen denken, ich hätte in meinem letzten Video mich umgezogen und es gar nicht vorproduziert. Dabei habe ich einfach nur einen Ausschnitt aus meinem ersten Video in das Video eingefügt. Man sieht sogar noch das Overlay von YouTube. Ich kann das nicht. Ich soll einfach... Ja, wer hat das nicht verstanden? Dabei bleiben, mich auf meinen Shit zu fokussieren. Das habe ich jahrelang gemacht. Ich hatte in 12 Jahren YouTube einen Beef 2016 aus einem ganz anderen Grund. Einen einzigen in 12 Jahren. Und das war jetzt das zweite Mal. Und es ist besser, wenn ich mich einfach weiter auf mich konzentriere. Ja, das war mein Standpunkt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne... Ich sag dir ehrlich, ich fand das nicht so gut. Er hat auf jeden Fall ein paar Punkte, aber der einzige Vorwurf, der einzig große Vorwurf war, Gamer Brother, ich sehe, du hast gebottete Klicks, du bist daran schuld. Das war der Vorwurf. Der wurde hier niemals angesprochen, sondern er sagt quasi, ja, dadurch, dass er gezeigt hat, dass die Klicks gebottet wurden, hatte ich ja recht. Plus das und das und das ist auch noch falsch unter dem Video. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Wir wissen alle, wie man die Situation klärt. 1v1 auf Nuketalk. Haptic, du hast den genamedropped. Name-Drop, deine Art der Kommunikation aus dem bisher gezeigten Screenshot ist eindeutig. Du zeigst, dass du einzig und allein daran interessiert warst, ihn zu unterstellen, dass er die Klicks selber kauft. Hast ihm doch auf Twitter vorgeworfen. Das stimmt. Du hast diesen Beef angezettelt, der am Ende komplett unnötig war. Hätte den Privaten klären können und so weiter und so fort. Edit, du hast deinen Manager Goofy genannt. Auch wieder wahr. Du warst auch persönlich. Ich glaube schon, dass Broski in der Situation, wenn sein Manager so gefrontet wird, mit dem er wahrscheinlich ziemlich gut ist, und wenn ihm das vorgeworfen wird, in so einem großen YouTube-Video auch, dass er dann relativ böse sein wird und dass er auch dann das Recht haben wird, da so ein bisschen so gegen zu fronten. Aber wir haben noch das, by the way, ein Statement von Gamer Brother an sich, ne? Das werden wir jetzt auch noch ganz kurz durchlesen. Das fand ich okay. Wie gesagt, das Statement, so viele Likes, ich glaube, da geht es viel mehr darum. Also ich finde das wesentlich besser als die anderen zwei Videos, aber ich fand es nicht cool, dass da nicht komplett so drauf eingegangen wurde. Aber das hat er gesagt, das war respektlos und unnötig, dass er das Video vorproduziert hat und dann gepostet hat. Das stimmt auf jeden Fall. Aber da muss man auch dazu sagen, er hat das Video vorproduziert und er hat es eine Stunde nach dem Gamer Brother Video gepostet. Dementsprechend bin ich schon davon ausgegangen, dass er sich das Video angeschaut hat und dann gesagt hat, ja, stimmt, das, was ich in meinem vorproduzierten Video gesagt habe, das ist immer noch relevant genug, als dass ich das jetzt posten könnte. Und das ist dann so ein Double Got You Moment. Und in dem Video hat er ja auch gesagt, ja, er wird wahrscheinlich sagen, dass er die Klicks nicht selber gekauft hat. Naja, okay. Das hatte ich für dein letztes Video. Entschuldigst, finde ich gut. Von mir aus können wir auch sehr gerne jetzt dieses Thema zumachen.
Mich belastet es seit Tagen mental komplett und ich würde es gerne einfach abschließen. Schau dir meine Lesekünste an. Zu deinem Punkt, um das Buch dann zuzumachen. Ich bin persönlich geworden. Ja, das bin ich und ich würde es jederzeit wieder tun, wenn mir jemand so von der Seite an den Karren pissen möchte. Du hast keinen Respekt von mir einzufordern, wenn du mir zu keiner Zeit diesen bringen konntest. Zunächst mal fängt dein Video mit einer Einleitung an, die aufzeigen soll, wer von uns beiden inwiefern relevant ist. Sätze wie, wenn es einen Beef gibt, tue ich euch einen Gefallen, werden gesagt. Dein Ton ist herablassend und du genießt es, ein Zerstörungsvideo gegen mich aufzunehmen. Ich habe dieses Statement 2 Stunden, nachdem ich geswattet worden bin und meine ganze Familie heulend im Wohnzimmer saß, aufgenommen. Dass es da unverständlich ist, dass ich kein perfektes sachliches Statement raushauen kann, während mich das komplette Internet seit diesem Video beleidigt, finde ich anmaßend. Ich diskutiere am Punkt vorbei. Diesen Punkt verstehe ich nach wie vor nicht. Das kann ich bei mir nachvollziehen. Das war da gerade mit dem Swatting und ich glaube, er hat dann auch gesagt, Heptik hat dann auch gesagt, dass es nicht wegen ihm war. Keine Ahnung, kann auch wieder sein. Meine Güte, geh wieder in die Volksschule. Sorry, ich lese hier vor 700 Leuten vor. Ich bin nervös, okay? Ich diskutiere am Punkt vorbei. Diesen Punkt verstehe ich nach wie vor nicht. Dein Vorwurf auf Twitter war zunächst ganz klar, Broski kauft Klicks für seine Kanäle. Genau. Du kannst dich dann im Laufe der Diskussion zurückrudern und behaupten, du konzentrierst dich nur auf einen gewissen Zeitpunkt und willst nur aufzeigen, dass bei mir unregelmäßige Aktivitäten auf dem Kanal sind. Das ist genau der Punkt. So funktioniert auch das Internet nicht. Ein Zuschauer wird nie so etwas sagen wie, oh, das ist Gamer Brother, von dem habe ich mal gehört, dass er in einem kleinen Zeitraum gebotterte Klicks auf seinem Kanal hatte, wo aber nicht festzustellen war, ob er es selber gemacht hat. Die Aussage wird sein, Gamer Brother kauft Klicks. Deshalb war es hier wichtig, einen Gesamtkontext zu schaffen. Dann im Zeitraum des Vorwurfs bin ich ebenfalls nicht aus dem Weg gegangen, da ich proaktiv alle betroffenen Videos gezeigt habe. Selbst Videos, zu denen du gar keine Analytics hattest. Warum ich mich abfällig über deine Cyberdime, über dein Cyberdime-Dasein geäußert habe. Cyberdime ist sein CEO-Business und sowas, wo er gesagt hat, so ja, er ist der große CEO und er fühlt sich da jetzt voll, sowas auf die Art. Deine ganze Darstellung als Agenturinhaber fand ich in der ganzen Nummer sehr unangenehm. Nicht etwa, weil du das bist, das sei dir vom Herzen gegönnt. Ich finde es super, wenn junge Leute wie du in ihre Komfortzone verlassen und sich etwas aufbauen. Nur hast du das als Schutzschild benutzt, um dir selbst eine Legitimation für das Video zu geben. Ja, das war dann mehr so ein, ja, ich bin ja selber jemand, der da in der Szene aktiv ist, mich interessiert das und mir ist es wichtig, dass das alles safe ist und sowas. Und ich meine, wenn er von anderen Leuten hört, der und der und der bottet, das ist doch safe nachvollziehbar. Ich habe mir das schon mal gedacht, ich habe da damals mit Rezo geschrieben, tatsächlich, nach der ganzen Geschichte, wo das mir vorgeworfen wurde. Und ich habe ihn gefragt, kann man da nicht einfach ein einzelnes Video nachschauen und dann diese Kurve quasi rekonstruieren? Wie das da funktioniert von den Aufrufen und sowas. Und er hat gemeint, ja, er glaubt, er könnte das machen. Dementsprechend, wenn ich jetzt sage, okay, keine Ahnung, fucking, was denn jetzt, wer ist da? Creepypasta Lunch hat das Video hier gebottet. Dann könnte ich das einfach in eine Analytik, analytisch auswerten und dann schauen, ob das irgendwie auffällig ist oder nicht. So, nur hast du das als Schutzschild benutzt, um dir selber eine Legitimation für das Video zu geben. Das fand ich sehr, sehr uncool, wenn man recht deutlich gemerkt hat, dass es hier einfach darum ging, jemanden mit einem dicken Exposing-Video auseinanderzunehmen. Mein Manager hat sich komisch verhalten. Da muss ich nach wie vor widersprechen. Mein Manager hat als erste Amtshandlung deinem Manager telefonisch im Beisein der Teasies und mir direkt eingeräumt, dass jene Klicks vorliegen. Ich sehe hier eher das Problem, dass du im gesamten Verlauf der Gespräche ziemlich klar gemacht hast, dass es hier 2 Optionen gibt. A, ich expose mich selbst. B, du tust es. Dass wir dann ebenfalls ab Punkt X eine defensive Haltung einnehmen und dir nicht nach Tagen einer Diskussion die Analytics zukommen lassen, von denen wir eh schon wussten, dass sie dir vorliegen, ist meiner Meinung nach auch nachvollziehbar. Ja. Gekaufte Klicks schaden dem Algo. Bleibe ich bei dem Punkt. Mit YouTube, mein YouTube-Mitarbeiter sagt, dass Videos mit einer schlechteren Viewtime Bots für den Algo nicht gut sind. In deinem neuen Video ist auch ein kleiner Logikfehler. Okay? Natürlich gehen Bots Klicks nicht über Empfehlungen. Sie haben aber Auswirkungen auf zukünftige Empfehlungen, dadurch, dass sie dem Algo schlechte Viewtime einbringen. Ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Also der Punkt, den Heptik hier macht, ist, auf dieses eine Video hat das keine Auswirkungen, weil die Views extern kommen und nicht über Empfehlungen. Und nur über Empfehlungen wird der Algorithmus ausgewertet. Aber overall wurde ja gesagt, dass es dem Kanal schadet, wenn ein Video eine kürzere Watchtime hat. Was bedeutet, dass, wenn ich jetzt 10 Videos von mir botte und ich lade das 11. Video hoch, dann ist es trotzdem scheiße fürs 11. Video, auch wenn die letzten 10 nicht betroffen waren. Aber um das mal zuzumachen, wir sind da wirklich mit YouTube im Austausch und es sollte wohl ein Feature kommen, mit dem man Bot-Klicks markieren und entfernen kann. LOL, the fuck. Aber ja, den Punkt gebe ich dir. Natürlich ist es nicht jedes Video mit Bot-Klicks instant tot.
Da hätten wir wirklich eine Apokalypse. Ich wollte zu diesem Punkt einfach nochmal Stellung beziehen, damit es nicht heißt, ich schweige irgendwas tot. Man muss im Leben nicht mal einer Meinung sein. Du findest mein Verhalten nicht okay, ich deins nicht. Lass es bitte einfach weitermachen mit dem, was wir gut können. Leute auf unsere Weise, Art und Weise unterhalten. Die Diskussion über unseren Beef ist seit Tagen destruktiv und ich möchte mit dieser Antwort einen Schlusspunkt setzen. Dir weiterhin viel Erfolg bei allem, was du machst. Vielleicht trifft man sich ja mal in Zukunft auf einem Event und kann sich persönlich in die Augen schauen und über den Unsinn der letzten Wochen lachen und dabei einen Cola trinken. Würde mich freuen. Ja, safe oder ein Holy zum Beispiel. Dean spendet Dinge. 50 Euro auf entspannten Johannes. Digga, Dean und ich, wir werden es auch immer vertragen. Und wenn wir uns auf einem Ding sehen, dann werde ich ihm einen Diamond Ring schenken. Okay, also wie gesagt, gut, dass der Beef zu Ende ist. Schade, dass Haptic das so gemacht hat. Da hätte wirklich mehr, meiner Meinung nach, mehr kommen müssen, als einfach nur tut mir leid fürs letzte Video. Das stimmt, das war ein guter Punkt. Auch ein paar Punkte so mittendrin und dies und das und jenes. Aber ich meine, ja, er hat sich über meine Kameraperspektive lustig gemacht. Das ist ein bisschen, weißt du, ja, okay, damit musst du schon rechnen, meiner Meinung nach. Und der Rest ist eigentlich relativ selbsterklärend. Haptic hat einen Vorwurf gemacht, hat dann den Vorwurf zurückgezogen und hat in seinem Statement gesagt, warum geht ihr mich alle an? Ich habe doch einen anderen Vorwurf geäußert. Es ist so, wie wenn ich jetzt sage, ja, okay, Alpha Kevin, der hat eine Frau umgebracht und die Frau ist wirklich tot. Und dann sagt er, warum sagst du das über mich? Und dann sage ich, hä, aber die Frau ist doch tot. Also hatte ich recht.